Herzlich willkommen, liebe Regio TV Plus Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Regio Talk in der Weihnachtswoche. Das ist eine sehr spezielle Woche im Jahr, und wegen dem habe ich auch einen sehr, sehr speziellen Gast bei mir. Und zwar nicht irgendjemand, sondern auch für mich ganz speziell, meine 93-jährige Grossmami ist heute bei mir. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Grossmama. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Sehr gut. Danke schön. Ja. Ich habe gedacht, Weihnachten, da geht es um Familie. Und ich kann mir keinen besseren Gast vorstellen bei mir im Studio, als heute mit dir ein bisschen über Weihnachten zu reden. Und vor allem auch, wie das früher noch war. Aber da ja unsere Zuschauerinnen die nicht ganz so gut kennen wie ich die, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist und wo du aufgewachsen bist. Ja, das erzähle ich gerne. Ja. Ich bin im Bernbiet aufgewachsen, ja. Und meine Eltern haben jedes ein Geschäft gehabt, respektive mein Vater ist in diesem Ort Posthalter gewesen. Und Vogel und Mutter hatten einen Laden gehabt. Folglich war der 24. ausgeblendet für Weihnachten zu feiern. Weil die waren immer im Stress gewesen. Wir sind dann am 25. Zobe, haben wir unsere Weihnacht gefeiert. Und wir haben angefangen mit dem Kirchengang. Wann ist man denn in die Kirche ca. um welche Zeit? Am 25. Wo es gerade so ein bisschen anfing zu dunkeln. Okay. Ja. Und dann hat es einen Gottesdienst gegeben, einen Weihnachtsgottesdienst. Ja, da haben wir einen Gottesdienst gehabt. Und das war immer sehr, sehr schön gewesen. Ja. Da ist ca. so eine Stunde gegangen, oder wie lange? Ja. Das ist eine Stunde gegangen. Und wir drei Schwestern sind immer zusammengegangen. Ich wollte sagen, gell? Du hast zwei Schwestern gehabt, ja. Also fast ein reiner Frauenhaushalt, die, ja. die arme Papi. Ja, ja. Du hast zwei Schwestern gehabt, ja. Die Mutter natürlich. Und ich, ja, glaube, die haben auch eine Haushaltshilfe gehabt, gell? Oder eine Köchin. Ja, ja, eine gute Seele. Ja. Okay. Ja. Und die hat dann amix das Weihnachtsessen vorbereitet? Ja, ganz genau. Wo wir von der Kirche vier heimgekommen sind, ist die gute Seele da gestanden, in der Küche, mit ihren legendären Pastetli. Es hat ein Leben lang an der Weihnacht einfach Pastetli gegeben. Ist das damals typisch gewesen? Nein. Das, also die haben das einfach anders gemacht als andere Familien? Ja, ja, ja. Okay, also Pastetli, Weihnachtsessen, durchgehend jedes Jahr hat es Pastetli gegeben? Jedes Jahr, ja. Das heisst, und, am 25. zuerst Kirche, ja, nachher heim und dann hat es Pastetli gegeben. Ja. Und nachher, nach dem Pastetli, hat sich die Tür zu der Stube geöffnet und dann ist der geschmückte Tannenbaum schon durchgestanden. Ganz schön. Was hat denn damals geschmückt? Das haben wir im Laufe des Tages. Habt ihr das dürfen machen, ihr, ja, drei Schwestern? Doch, das, okay, haben wir gemacht. Ja. Haben ihr dann immer den gleichen Schmuck gehabt? Oder ja, ja. Jedes? Okay. Ja, ja, das ist wahr. Okay. Aber es war sehr schön. Okay. Ja. Und wie viele Päckchen hat es denn amigs unter dem Baum gehabt? Eben, das ist also, das kann man mit heute überhaupt nicht vergleichen. Ja. 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 Es ist nur, etwas ist einfach, einfach da gewesen. Götti oder Gotte, die haben jede Weihnachten ein Silberbesteck gegeben. Also, was heisst das? Ein Set? Ein Messer? Oder? Ein Messer oder eine Gabel. Oh, wow. Einfach jede Weihnachten eins. Mhm. Ja. Mhm. Aber in meinem Alter, als ich dann gesehen bin, hat mich das Besteck überhaupt nicht interessiert. Es hat mich interessiert, ein grosser Bär. Ein grosser Bärenmanni habe ich bekommen. Und der hat mich ein Leben lang begleitet, der Bärenmanni. Ja. Und wo ist er jetzt? Ja, das ist das, was ich nicht weiss. Ich glaube fast, der könnte bei dir sein. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe ja gewusst, dass wir heute das Interview machen. Und ich bin im Keller schauen.
Und ich habe hier etwas gefunden. Und mein Bär. Ist das der hier? Das ist mein Bär. Ist das der? Ja. Der hat mich ein Leben lang begleitet. Und an dem hast du viel mehr Freude gehabt als am Silberbesteck? Ja. Ja. Silberbesteck, völlig egal. Ja, hauptsächlich völlig der Bär. Egal. Aber der Bärmann. Okay. Wie alt bist du denn circa, als du den bekommen hast? Etwa 6. Okay. Ungefähr 6, doch schon. Ich würde sagen, den drapieren wir da vorne dran, dann kann er uns beim Interview mal noch etwas zuhören. Oh, also bin ich glücklich, dass ich den jetzt wieder sehe. Ja, der ist ja wirklich fast schon antik. He? Also du wirst den an Mami weitergeben haben und sie so den an mich. So etwas Schönes, ja. Okay. Jetzt stelle ich mir vor, das waren 3 Schwestern. Gewesen. Haben denn alle immer das Gleiche bekommen? Fast. Fast Silberbesteck auf jeden Fall. Dass da kein Neid aufgekommen ist? Ja. Okay. Ja. Das haben wir also gehabt. Ja. Wenn du es vergleichst mit den Werten, um was ist Weihnacht damals gegangen, wo du ein Kind warst, wenn man es vergleicht mit heute, wo es ja um sehr viele materielle Sachen geht? Ja, es war auch materiell, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß. Ja. Aber also eben bei unseren 4 war das Schönste, als wir heimgekommen sind und die paar Städte gegessen haben, ist Mutter ans Klavier gesessen und hat Weihnachtslieder gespielt. Und das war immer sehr, sehr schön. Und die haben gesungen dazu? Ja. Okay. Das ist immer das Spiel, das Klavierspiel, das der Mutter hat also viel erzählt. Ja. Das war ganz, ganz schön. Weißt du noch, was dein Lieblingsweihnachtslied war damals? Nein. O Tannenbaum oder so, Stille Nacht. Was man halt heute noch so kennt. Schon mehr Tannenbaum. Ja, das ist wohl. Und in der Kirche, was hat das amig so mit dir gemacht? Bist du dann durch den Kirchengang in die Weihnachtsstimmung gekommen? Ja, ganz sicher. Das hat so ein bisschen eingelüttet. Ganz sicher, ja. Okay. Das war immer sehr, sehr schön. Ja. Das hätte ich nie wollen missen, den Kirchengang. Ja. Und dann, wie lange ist der Weihnachtsbaum denn amig gestanden bei euch? Ja, da ist bis zum Silvester ist das schon gestanden. Ist das gestanden? Ja. Okay. Ja. Das war also ganz, ganz schön. Und mit den Weihnachtsgeschenken? Also, wie kann man sich das vorstellen? Was hat es da neben einem Bär oder neben einem Silberbesteck so gegeben? Spielsachen, dann auch schon. Ja. Spielsachen. Oder mal Schoki? Ja. Und später hat es noch Ski gegeben. Oh, das ist natürlich eine grosse Sache. Ja, das weiß ich. Also, aber das ist eine grosse Sache. Ja. Und wenn man es jetzt so mit heute vergleicht, jetzt in ein paar Tagen haben wir jetzt auch wieder Weihnacht. Ja. Ich denke, man kann es zusammenfassen, dass der wichtigste Faktor an Weihnacht das Wort Familie ist, glaube ich. Ja. Aber eben da wir eine ganz kleine Familie waren, ja. Die Großeltern waren dann zumal schon nicht mehr da. Mhm. Ja. Aber Hauptsache die Familie, die man um sich hat, ja. Mit denen kann man ein schönes Fest feiern. Ja, das war also ganz, ganz schön. Ja. Also, Großmama, ich bedanke mich vielmals, dass du mir so einen Einblick in deine Kindheitsweihnacht gegeben hast, die, glaube ich, schon sehr, sehr anders ist, wie man sie heute ganz, feiert. Ganz, ganz anders. Ich glaube, das kann man gar nicht mehr so vergleichen. Gell? Nein, aber ich möchte es also nicht missen. Also wirklich nicht. Ja. Jedes Mal komme ich wieder drauf zurück auf die schönen Zeiten. Ja. Das freut mich. Und ich freue mich natürlich jetzt auch ein paar Tage mit dir Weihnachten zu feiern. Ja. Da freuen wir uns schon fest drauf. Sehr, ja. Und ich bedanke mich viel mal, dass du bei mir im Talk gewesen bist. Das war auch für mich eine ganz spezielle und schöne Erfahrung gewesen. Wir kommen schon zum Ende von unserem Talk. Das geht nämlich ganz schnell um. Das geht ganz schnell um, ja. Und ich wünsche natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, eine wundervolle Vorweihnachtszeit und ganz schöne Festtage. Auch von mir, vom ganzen Team und von meiner ganzen Familie. Ganz schöne Weihnacht und vielen Dank, Großmama, dass du bei mir warst. Bitte schön, danke dir.